Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die Xbox 360 Version. Ich habe jetzt ein bisschen weitergebaut, natürlich offscreen, und wie gesagt, das Bootshaus ja fertiggestellt. Sonst leider noch nichts, also ich habe den Tempel noch nicht angefangen, weil das einfach doch schon recht lang gedauert hat. Ich habe das Bootshaus an einem Stück gebaut, hat glaube ich 5 bis 6 Stunden gedauert. Aber ich war auch zwischendurch recht langsam, weil ich wirklich umdenken musste, ein paar Sachen umbauen musste. Das werde ich euch aber gleich zeigen, so hier in das Loch fallen wir jetzt erstmal nicht. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist, euch das Bootshaus natürlich zu zeigen, was da anders ist. Wie man schon sieht, das ist jetzt auf der anderen Seite, also das könnte ein bisschen verwirrend sein für den Anfang. Aber bei der Xbox-Version war das ja eigentlich immer schon auf der Seite, nur auf der PC-Version habe ich das dann nochmal auf die Seite gebaut. Und jetzt habe ich wieder auf die Seite gebaut, ganz einfach, weil da mehr Platz war. Und hier habe ich jetzt noch Platz für ein kleineres Häuschen, was dann irgendwann noch kommen könnte. Allgemein wird hier aber vermutlich noch ein bisschen mehr auf der Insel gebaut, egal ob jetzt... Keine Ahnung, eine Farm irgendwo, vielleicht irgendwo, keine Ahnung, so ein kleines Tierdingen, wo dann irgendwie Tiere drin sind oder so. Hier ist ja schon noch ein bisschen Platz auf der Insel. Und mir ist aufgefallen, da ist ein Dorf und ich habe geplant, vielleicht da hinten den Tempel hinzubauen und da hinten ist noch ein Dorf. Da können wir auch bald mal hingehen. Warum ich jetzt eine Tür dabei habe, das wollte ich jetzt noch schnell zeigen. Hier, wie gesagt, der Weg, das war ein bisschen doof, weil das hier ja nicht passend ist. Weil hier, das ist ja 3 breit, der Eingang. Der Eingang ist 2 breit. Und deswegen musste ich da so eine Art, ja... Übergang hier machen, so, dass das dann halt hier 3 breit ist und hier halt, ja, 2 breit, beziehungsweise ist ja eigentlich 4 breit. Und deswegen ist das ein bisschen asymmetrisch, weil man sieht ja hier, ja, ist die Linie, die geht nach da und hier geht es dann eigentlich weiter. Aber ich denke, das ist so schlimm, fällt auch nicht gerade so auf. Hier sind halt Laternen, ein paar, da auch, und ja, ich werde jetzt erstmal hier die Tür einsetzen, weil das habe ich nämlich im Creative Mode vergessen. Deswegen habe ich die auch dabei. Und da habe ich schon gerade gesehen, dass ich eine falsche Drucklatte geholt habe. Scheiße. Egal, werde ich bald noch ändern. So, und jetzt zeige ich euch natürlich das Bootshaus. Das wird jetzt vermutlich ein bisschen dauern. Da werde ich gleich auch mal kurz meine Sachen verzaubern. Ich werde auf Level 20 irgendwann verzaubern, damit das halt fair ist mit den ganzen Items, die ich mir da gecheatet habe. Und die Waffe werde ich dann halt wegtun. Wie man schon sieht, der Eingang ist ein bisschen anders geworden. Das ist nicht ganz eben, weil bei dem... ja, Xbox-Version war das ja, soweit ich weiß, eben, beziehungsweise bei der PC-Version war das hier eben. Hier ist aber dann so eine kleine Treppe. Fand ich einfach schöner, weil das da ist, weil das da auch so ist und ja, passt irgendwie mehr. Den Eingang habe ich ein bisschen verkleidet, das sieht eigentlich auch ganz cool aus, finde ich. Und ja, wenn man hier reinkommt, wäre ja normalerweise da das Bootshaus. Hier ist aber jetzt der Bahnhof. Das ist jetzt alles ein bisschen anders, weil ja, da hinten raus ist der das Bootshaus, weil da viel mehr Platz war und deswegen habe ich das alles vertauscht. Ich musste ein bisschen umdenken, deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Ja, hier ist der Bahnhof, ist eigentlich geblieben wie vorher. Eigentlich ganz, ja, schön. Ich weiß zwar nur nicht, wo das hinfahren soll. Ich habe auch hier noch keine, ja, Anbindungen praktisch. Hier ist einfach nur, das führt nach gar nichts. Und ja, sonst ist da nichts anders. Hier ist natürlich GLPs Zimmer. Von Manuel. Und das habe ich jetzt auch, ja, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen größer. Das hat mehr Platz zum Seiten, genau, das hat 2 mehr frei. Also hier die Dings ist größer und da die Reihe ist größer, sonst war das, ja, kleiner. Dann waren hier bei den Bücherregalen nur 2 Platz und nicht 3. Das Bett ist anders, ja, passend zu einem Let's Player. Hier so ein schönes Bild von Donkey Kong. Und ja, immer schön getrennt geschrieben. Ihr müsst ihm immer den Namen schön getrennt schreiben, also... Obwohl, der macht das lieber nicht, sonst werdet ihr blockiert. Obwohl, ihr könnt ja schreiben, mit lieben Grüßen von Anjo Let's Play. Dann weißt du, was gemeint ist. Zur Bootsanlegestelle. Ist irgendwie ein komisches Wort, aber ich wusste nicht genau, was ich da drüber schreiben will. Ja, hier ist ein großes Fenster, was auch bis auf dem Boden ist. Weil ich musste hier bei dem Raum eins tiefer gehen, weil das Bootshaus ja im Wasser praktisch sein muss, wie man hier sieht jetzt. Also das muss ja hier sein, wirklich, damit man auch da durch kann. Ich habe mir ist gerade eingefallen, dass ich hier noch eine Kiste hin tun wollte mit Booten drin, aber das habe ich jetzt irgendwie vergessen, ein bisschen dumm. Das hier müsste jetzt auch funktionieren. Geht auf, Wasser fließt, man schwimmt mal da, fährt da hoch und kommt dann da oben wieder raus. Da werde ich demnächst dann mal testen. Ja, ist ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen unauffälliger. Der Gang hier ist ein bisschen unnötig lang, aber ich wusste nicht genau, wie ich das sonst regeln sollte. Ja, sonst ist eigentlich wirklich alles gleich geblieben. Der Rest ist genauso wie vorher. Hier das komische pinke Scheißzimmer da, das pink... Ja, pink-weiße Kackzimmer da. Hier halt das kleine Gämmelzimmer, wo mein Bruder in der Aufnahme, wo der dabei war, ja, drin gepennt hat sozusagen, drin gewohnt hat.
Der könnte ja auch nochmal bald dabei sein, wenn ich dann wieder Xbox Live habe. Haben sich auch ein paar gewünscht. Ja, sonst ist hier wie gesagt alles gleich. Ich werde jetzt... Ach, das hier ist mir auch noch aufgefallen. Wenn man weit weg ist, sind die Schilder auch weg. Und wenn man da näher dran geht, kommen die erst wieder. Das ist ein bisschen komisch. Also hier ist auch noch alles gleich. Ich habe hier die... Das Einzige, was ich ein bisschen verändert habe, ist, dass ich hier in den Räumen Bilder hingehangen habe. Aber sonst ist es wirklich alles gleich geblieben. Hier will ich dann auch noch demnächst irgendwas Schönes hinbauen. Sitzecke vielleicht irgendwas. Weil man hat ja hier wirklich sehr viel Platz in dem Zimmer da. Und das sieht ja ein bisschen kahl aus. So, hier ist auch alles dasselbe wie immer. Und jetzt verzaubern wir erstmal das Schwert. Schwert. Oh, upsie. Das ist ja mein Schwert. Dumm. So, auf Level 20. Viele haben auch gesagt, ich brauche das nicht zu machen. Das ist nur unnötige, Levelverschwendung. Aber ich mache das jetzt einfach, dann fühle ich mich besser. Nee, eigentlich will ich das nur machen, weil ich dann, ja, keine Ahnung. Dann ist das halt fairer. Gut, hier Level 20. Verbrennung 1, Schärfe 2, ja. Das werde ich dann jetzt, in mein Zimmer hängen, weil das glitzert dann ja so schön. Und... Falls ich das irgendwann nochmal brauchen sollte, so kann ich das hier noch abmachen. Aber ich denke, das wird jetzt erstmal nur zur Deko dienen. Und ja, ist praktisch das Opfer dafür, dass meine ganzen anderen Sachen jetzt durch die neue Version hier, beziehungsweise durch die neue Map, wieder ganz sind. Und das werde ich jetzt natürlich dann schnell wegtun. Mich regt das immer noch auf, dass die das nicht hinkriegen, dass man da dann Doppeldings hin macht und dann durchgehen kann. Aber nein, dann spackt die Tür immer noch so derbe rum. So, da wird dann jetzt hier reingehangen. Und glitzert kein bisschen, wie mir gerade aufgefallen ist. Egal, dann lasse ich das halt so. Sieht auch ganz cool aus. Und ja, das war dann mit den Leveln. Ich werde jetzt weitermachen, indem ich... Was mache ich denn am besten? Genau, ich wollte das Holz da hinten farmen gehen. Ich kann euch ja mal kurz noch zeigen, wie das jetzt hier unten aussieht. Ich habe das ja ausgehoben. Ja, es ist nichts Spektakuläres. Das sieht halt ganz normal aus. Ist halt ein Raum. Aber das war dann auch schon. Gut, dann gehe ich jetzt weiter. Und zwar zu dem Schneebiom, wo ich gerade nicht weiß, wo das ist. Und ich freue mich schon auf die Folgen, wo ich hier alles schön gestalten kann, weil hier ist ja alles wirklich so kahl. Hier werde ich dann ganz viel Bone Meal hinpflanzen, ein paar Blumen, ein paar Bäume, alles mögliche. Weil das hier wirklich so scheiße aussieht, ohne gar nichts. Also hier ist ja alles einfach nur gerade und das sieht richtig behindert aus. Ich finde das so praktisch, die Insel. Hier ist wirklich alles zusammen. Alles auf einmal. Wüste, Schnee, da. Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Sumpf und vielleicht ein Pilzbiom. Ich hoffe ja, dass ich hier bei der Version jetzt auch ein Pilzbiom irgendwo krieg, weil die ja schon recht selten sind. Und ja, das ist doch schon schade, wenn ich jetzt keins kriegen würde, weil dann müsste ich... Ja, dann könnte ich ja gar kein Pilzbiom sehen. Das ist eigentlich auch das einzige Problem. Und ich sehe gerade, der Wald hier ist ziemlich groß. Ich finde da lustig, wie da eine Wüste ist und hier ist Schnee. Gammel im Hals. Bah. Habe ich schon die ganze Zeit, ey. Oh, sollte ich mal vor der Aufnahme irgendwie einmal kräftig kotzen, damit das schön weggeht. Nein, das ist nicht symmetrisch. Schön mit der Axt abgebaut. Was haben wir denn hier? Höhle. So. Das hier ist doch überhaupt... Ist das überhaupt das Holz da, was ich suche? Mal gucken. Yep. Genau das brauche ich. So. Der Baum, der sieht lustig aus, hier. Bisschen unlogisch. Obwohl, die haben echt auch so Bäume, ne? Ma, hochbauen. Reicht das jetzt? Gott sei Dank. So. Nein. Gut. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich davon brauche. Ich brauche ja eigentlich nicht so viel, ne? Aber ich hole lieber mal ein bisschen mehr mit, dann muss ich nicht... Genau, die sehen mich und rushen so übelst weg. Bin ich denn so scheiße? Warte mal, ist hier irgendwas? Ach, da ist... Ach, so ein kleiner Gemmeldurchgang. Ich denke mal, dass da jetzt mehr ist. Bup. Die Bäume hier, wie die aussehen, ne? So. Bau. Oder nicht? Ich bin ja schon oben angekommen. Wow, das hat sich sehr gelohnt. Wie viel war da jetzt noch drin? 1 oder 2? Keine Ahnung. So. Heute werde ich auch wieder eine fette Aufnahmesession machen, weil ich mir jetzt mal vorgenommen habe, anstatt immer eine Stunde, mal immer 2 Stunden aufzunehmen, weil das wirklich so doof ist, wenn man 3 Projekte hat. Ich kann euch das mal kurz versuchen zu erklären, falls das überhaupt stimmt, weil ich da im Kopf habe. Wenn ich jetzt... Oh, diese Setzlinge hier könnte ich einsammeln. Wenn ich jetzt,
drei Projekte habe, dann nehme ich zum Beispiel jetzt an einem Tag eine Stunde auf. Das sind vier Parts. Die lade ich dann hoch. Dann mache ich von dem nächsten Projekt eine Stunde am nächsten Tag. Lade dann die vier Parts hoch. Mache dann vom nächsten Projekt eine Stunde. Lade die vier Parts am Tag hoch. Und dann ist aber schon am nächsten Tag der letzte Tag von dem ersten Projekt. Nee, der vorletzte Tag von dem ersten Projekt, weil ich aufgenommen habe, wisst ihr? Weil ich habe dann ja schon drei Tage sind dann rum. Und das eine Projekt ist dann wieder fertig. Und das heißt, ich müsste fast jeden Tag, mit Ausnahme von ein, zwei Tagen Pause immer, aufnehmen. Und das ist ein bisschen übertrieben. Deswegen werde ich jetzt immer, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt richtig verstanden habe, aber ich denke schon, zwei Stunden aufnehmen, damit ich halt mehr Freiraum habe. Weil es gibt ja auch Tage, wo man mal keinen Bock hat aufzunehmen, wo man einfach so, oh nee, heute mache ich mal gar nichts. Und dann hat man schon mal vorgesorgt, falls so ein Tag ist, weil das jetzt auch schon wieder so war. Dass hier vor dem Part sollte ein Tag am Tag Minecraft kommen um 14 Uhr, kam wieder nicht, weil ich wieder keinen Parts übrig hatte. Das ist so scheiße, weil, ja, ich musste dann noch was anderes aufnehmen, damit das noch kommt. Und das ist immer so ein bisschen Zeitdruck. Und das ist ekelhaft und deswegen werde ich das jetzt probieren, ja, zu ändern, indem ich halt länger aufnehme. Und sollte vielleicht jetzt mal nach Hause gehen. Ich glaube, ich habe genug. Vier Stacks dürften reichen. Und ich hatte eben noch irgendwelche Themen im Kopf, über die ich reden wollte. Jetzt habe ich die aber komischerweise wieder vergessen. Auch sehr schlau. Ich sollte echt mal meinen Bogen verzaubern. Ich glaube, das ist das nächste, was ich mache. Renne. Aua. Da war meine Reaktion nicht schnell genug. Ich habe mir jetzt auch nochmal Fleisch mitgeholt. Falls ich dann derbe am Verhungern bin. Nein, keine Creeper auf meiner Insel. Aua. Gut, dass das abgeprallt ist, warum immer. Ma. Ja. Aber das Schwert hier ist schon ganz cool. Muss ich schon sagen. Mit dem Feuer da. Und in die Schlucht, da werde ich jetzt, denke ich, erstmal nicht reingehen. Erstmal was anderes machen. Ich könnte ja auch ein kleines bisschen das Dorf da erkunden. Da hinten das Dorf. Weil, warte mal, wo ist meine Map? Obwohl, ne, mach ich jetzt lieber nicht. Okay, das sieht auch ein bisschen scheiße aus mit dem fetten Eingang da zu dem Bahnhof. Naja. Egal. Baue ich jetzt ganz bestimmt hier nochmal um. Da ist ein Schwein in meinem Haus. Egal, lass ich leben. Ich bin ja so nett. So, erstmal die ganze Scheiße da umbauen. Lalalalalalalalala. Das kann wieder dauern. Dann räume ich mal kurz den ganzen random anderen Kack da ein. Mach ein paar Treppen. Gunpuff der. Gemmelfleisch weiß ich immer nicht genau, wo ich das hin tun soll. Oh, Knochen habe ich keinen Platz mehr. Scheiße. Ich muss unbedingt eine neue Mob-Drop-Kiste bauen. Ich lasse das jetzt einfach mal im Inventar. So, Pfeile habe ich auch irgendwie viel zu viele. So. Das kommt alles von den komischen Skelett-Dingen da. Ach, genau. Haha, Level. Danke. Level 8. Level 10. Level 14. Hatte ich ja offscreen in den Ofen getan. Und dann gewartet, bis er fertig gebacken hat. So, Level 14 schon direkt. Ist doch ganz gut. Hier war, glaube ich, nichts drin. Nö. Jetzt haben wir wieder noch mehr Eisen. Jetzt haben wir wieder noch mehr Eisen. Geiler Satz. Gold, 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 Gold. Boah, mehr als ich überhaupt hatte, habe ich jetzt bei einer Farming-Tour gekriegt. Das ist aber schon viel. Da könnte ich mal so ein paar Goldblöcke draus bauen oder so. Eisen habe ich viel zu viel. Gut, dann werde ich jetzt ein paar Treppen herstellen. Treppen, Treppen, da sind sie doch schon. Warte mal, habe ich überhaupt... Achso, okay. Gut, wie mache ich denn das jetzt am besten? Soll ich mich immer abwechseln? Ma, warum passiert das immer? Soll ich jetzt dann hier wieder eine weiße, da wieder ein... Jetzt komme ich mehr raus. Habe ich denn überhaupt von dem Holz da was? Ah ja, okay. Gut, dann mache ich mir ein paar Birkenholzdinger. Und auch ein paar Treppen. Ich sehe gerade, ich habe viel zu viele Treppen von dem einen Holz gebaut. So richtig viel zu viel. Vielleicht genau in die falsche Richtung gegangen. Das war jetzt auch wieder ein bisschen zu viel, egal. So. So, so, so. So, so, so. So, so, so. Okay. Habe ich nur 8000 Stück zu viel. Egal, 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 egal.
So. Und fertig. Ja, doch. Sieht ganz gut aus. Hier muss dann noch eins weiter. Und zwar so. So. Und so. Fail. Die Decke habe ich auch schon zugebaut, wie man vielleicht gesehen hat.